Mariano, ich bin's, der Steffen, und wir spielen Battle of Umbara. Ich hatte zwar gesagt, dass als nächstes der Dingensmod reinkommen soll. Ich muss mal gucken, ob Ton ist. Ja, Ton ist da. Dass als nächstes der. Wie heißt das Spiel jetzt? Ich starte das Video, bin einfach mal total verpeilt. Der Mass Effect Unification Mod reinkommen sollte, aber ich hatte heute 9 Stunden. Und bin nach Hause gekommen und wollte das runterladen und das ist über 1 GB groß, also das ist ein ziemlich krasser Mod irgendwie. Und dann habe ich einfach mal das hier genommen, weil das ist kein sonderlich großer Mod hier. Keine große Map. Deswegen ist das Ganze in Ordnung. Und Battle of Umbara, das ist eine Map, die einer Folge von Star Wars The Clone Wars, also mehreren Folgen von Star Wars The Clone Wars nachempfunden worden ist. Und die sieht ziemlich nice aus. Ich bin zwar alterstechnisch aus Star Wars The Clone Wars raus und guck mir das auch nicht mehr an, aber ich weiß noch, als ich das angeguckt habe, dass das definitiv meine Lieblingsfolgen waren, weil das war absolut genial. Das handelt davon, dass die 501. Legion gegen diese gegen eine fremde Armee kämpft, also nicht gegen die Separatisten oder so. Und ja, die sind hier halt in diesem Wald und diese fremde Armee, die ist denen weitaus überlegen, technisch und so weiter. Und dann ist da ein General Pong Krell, der braucht 50 Punkte, ach du Scheiße. Und der, ja, ist halt der Anführer der 501. zu auf dem Planeten da. Ich meine, das ist die 501. war, bin mir ziemlich sicher. Ja, und er wendet sich am Ende gegen die Klone, gegen die Republik und beginnt die abzuschlachten, weil der irgendetwas von Order 66 weiß, jedenfalls meint er, deutet er sowas an. Und naja, diese Map ist die mir nachempfunden. In der Folge, oder war das dann doch gegen die Separatisten, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich meine, dass es nicht gegen Separatisten war, aber ihr lauft ja Druiden rum. Naja, jedenfalls hier diese Straße, die war voll mit Minen und die hat den Klonen viele Opfer gekostet. Und übrigens habe ich heute ein Recht, mal schlecht zu spielen, weil ich nämlich, wir haben Volleyball gespielt in der Schule und ich habe mich übelst dumm angestellt, den Ball richtig beknackt aufgefangen und habe mir dabei an meiner rechten Hand irgendwie voll die Finger abgeknackst und jedenfalls tut das tierisch weh und das ist meine Entschuldigung, ganz schlecht spielen zu dürfen. Wieso bist du so kaputt? Wir haben ein ziemlich geiles Cockpit, aber so kann man nicht fliegen. Oder repariert sich von alleine. Na gut. Wir gucken uns mal schnell den den Jäger hier an. Komm, nein, wo? Der sieht ganz nett aus. Was ist das? Z95. Aber die Z95 waren kleiner, glaube ich. Also ist das irgendwas anderes. Wir haben ein schönes Cockpit. Wir haben Raketen. Jo, von mir. Und wir haben komische KI, aber das kennt man ja von Battlefront. Die Geschütze, ziemlich viele sind da dran. Oh, ach du Scheiße, wir haben 2800 Verstärkungstruppen. Das ist mal eine Ansage. Und ich bin anscheinend in diesem Ding hier schlecht. Der Typ hier, der diese Map hier gemacht hat, der hat übrigens auch das Space-to-Ground-Map-Pack gemacht, was ich letztes Mal vorgestellt habe. Ja, ich mag diesen Jäger hier nicht sonderlich gerne, weil die Laserwaffen, die Primärwaffen, die sind an den Flügelenden angebracht und die schießen nicht so, wie ich das will. Das war eine von den coolen Dingern, die da so rumgeflogen sind. Ja, dieser Wald, der sieht ziemlich cool aus, muss man sagen. In der Map steckt, glaube ich, einige Arbeit drin, so wie die aussieht. Ja, sieht relativ kompliziert aus. Okay, was ist das? Das scheint irgendein Bodenfahrzeug zu sein. Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn ich wirklich 50 Punkte erreichen will, das dauert lange, den kaputt zu machen.
Intriger. Wenn ich wirklich 50 Punkte erreichen will, um General Grey spielen zu können, dann muss ich mal Gas geben, weil dann zieht sich die Folge ewig in die Länge hier. Und ich flieg sicherlich gegen einen von den komischen Bäumen hier. Habe ich so ein Gefühl. Ich habe keine Raketen mehr, weil man hat begrenzte Raketen mit dem Ding hier. Ich weiß nicht, ob das, ja, die Map, die hat einen ziemlichen Blaustich, habe ich das Gefühl. Auch alle Klontruppen, die sind mehr blau als normal. Wie bist du da durchgeflogen? Na komm. Ach, schon, es dauert ja lange, den kaputt zu kriegen. Wir gucken uns mal dieses wunderschöne, was auch immer, Ding hier an. Ein Bankenklang-Kommschiff. Aha. Okay. Wow. Hier spawnen anscheinend Jäger drin. Boah, das Ding hat ja Ausdauer, meine Herren. Aua. Okay. Schauen wir mal. Okay, die hatten ein Schwuppgewehr. Gut, das war jetzt ein bisschen ungünstig, den zu nehmen. Wir warten mal darauf, dass hier ein Trijäger spawnt oder so. Trijäger, da haben wir ihn. Weil Trijäger mag ich. Die sind overpowered. Cool. So, wir schauen jetzt mal. Ach du Schande. Was ein komisches Cockpit. Wir schauen jetzt mal, ob wir da drin schießen können. Ich kann aber nichts erkennen. Das sind diese komischen Geschütze, die treffen mich sicherlich gleich. Ja, okay, wir haben was getroffen, aber nur eins umgebracht. Ich sehe gar nichts, ich sehe nichts. Okay, wir haben ja anscheinend ein Problem mit den KIs, weil die alle da in der Ecke festhängen. Ist das General Grievous da? General Grievous hat anscheinend Probleme mit irgendwelchen Ecken. Ui. Ja, man kann in. Ja, die KIs haben da, hängen da in der Ecke fest. Da muss man mal sehen. Das ist jetzt gerade nicht gut, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh man, diese Map, die ist riesengroß. Man sieht, diese Minimap da, wie groß die ist. Eins von den Dinger muss ich gleich mal einstellen. Boah, diese roten Dinger, ey, sieht das geil aus. Die Map ist optisch erstmal ziemlich cool. Ah, Rakete. Stier. Was da fangen wir den Typ umzubringen? Boah, was hat der denn gemacht? Ja. Die KIs haben mit den ganzen Pflanzen und so ihre Schwierigkeiten. Aber das kennt man. KIs haben eigentlich mit allen Schwierigkeiten. Für das Programmieren der KI wurde in Battlefront sicherlich nicht mehr als eine halbe Stunde gebraucht. Habe ich manchmal das Gefühl, so wie die handeln, aber naja, was soll's. Zack, 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 zack. Der hat ein paar ziemlich coole Manöver drauf. Wir schauen mal, ob wir ein so ein Ding bekommen können in dem Hangar hier. Nein, mach keinen Bullshit. Stoppen. Jetzt bin ich drüber hinausgeflogen. Ja, das Schlachtfeld ist ein bisschen zu klein. Ist gar nichts, dafür ist ein bisschen was, aber nicht viel. Na, okay, das hat uns nichts gebracht. Wir können mal in so einen Bomber reingehen. Ach, du willst mich da verarschen, oder? Du willst mich da verarschen? Du arschst du! Der macht dich über mich lustig. Super. Okay, dann. Steigen wir wieder in unseren Druidenträger ein und sehen mal, ob wir da unten irgendwie was kapern können. Unbarren Tank. Was ist das denn? Es gab in dieser Folge auch so ein riesiges Wurmteil, also aus einer Maschine, die ungefähr so aussah wie ein komischer Wurm. Die Panzer, die scheinen auch an den Pflanzen festzuhängen. Ich wollte gerade sagen, ich bin überrascht, wie niedrig man fliegen kann, ohne kaputt zu gehen, aber naja, das nehme ich jetzt mal zurück. Ey, wir können General Pong Grell. Der Typ sieht übelst chillig aus. Machtschub, Schwertwurf. Okay. Ist der feindlich?
Okay, das spielt sich ein bisschen komisch. Du hüpfst sehr viel rum. Komm! Kantoku, was machst du hier? Du gehörst eigentlich gar nicht hier hin in die Stadt, glaube ich jedenfalls, soweit ich weiß. Wenn ich Teamkills mache in General Krell, dann ist das historisch korrekt. Ich habe Kantoku umgebracht. Ach Gott. Wenn ich Teamkills mache, dann ist das hier voll historisch korrekt. Bei Krell hat ja selber ganz viele Klone umgebracht und wo? Also, naja, was soll's. Das ist voll erlaubt. Was machen die Klone denn hier? Jetzt haben sie echt einen Teamkill gemacht. Die kommen, glaube ich, irgendwie da drüber gelaufen. Dem Anakin, dem Captain Rex, der sieht ein bisschen komisch aus. Oh doch, das ist, glaube ich, nochmal. Ja, der hatte in dieser Folge nicht seinen Phase 1-Klonhelm, sondern. Jetzt bin ich einmal Mikro gekommen, sorry dafür. Sondern ein Phase 2 Special Trooper. Tontechniker, den hätten wir. Jetzt nehmen wir mal den Special Trooper. Rex, der kommt auch dran, aber nicht jetzt. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Ach, der hat Munition für das Ding. Okay. Die Waffe, die ist ganz in Ordnung. Eine stattliche Gatling Gun, würde ich sagen. Ich will das mal schnell durchrushen hier, weil ich will die andere Seite noch vorstellen. Weil die auch ganz interessant ist, nehme ich an. Man braucht relativ lange, um zum Schlachtfeld vorzu. Was war das? Oh, das war das. Okay. Auf dieser Map. Auch in der Folge, da gab es so Pflanzen, die die Klone reingezogen haben. Und ich glaube, das, was der Typ hier verwendet hat, das ist eine Falle aus Star Wars Battlefront 1, aus der Tatooine Map, glaube ich. Da ist nämlich so ein Loch, da wo Dingens reingefallen ist, Boba Fett. Und ja. Das ist einfach direkt hier reingemacht worden in die Map, vielleicht mit ein bisschen anderen Texturen. Die Idee finde ich einfach mal ganz cool, das so zu recyceln. Wie effizient, super. Ich mache 4 Kills und bin tot. Wie effizient. Muss ich jetzt lang? Ja. Ey, wir haben einen Speeder, was schon mal was Schönes hier. Muss ich lang? Oh, das scheint stark zu sein, das Ding. Der hat auch, General Krell hat in der Folge, oder beziehungsweise in den Folgen, zwei verschiedene Klonkompanien gegeneinander aufgehetzt, indem er ihnen gesagt hat, dass sich der Feind als Klon tarnt. Und so haben die halt gedacht, dass sie gegen Feinde kämpfen würden, während dessen sie in echt gegen ihre eigenen Brüder gekämpft haben. Naja. Und dann bin ich tot. Also Gatling Gun, ein paar Granaten, das war's. Dann gehen wir mal gleich zu Rex. Der ist vielleicht auch noch mal ein bisschen interessanter. DC-15A. Der ist nicht interessant. Nope. Das ist ein ganz normaler Klontrooper. Technisch gesehen. Ich will mal sehen, meistens ist das so bei solchen Heldeneinheiten, dass die wesentlich mehr Leben haben, also einen größeren Lebensbalken. Die Sounds sind alle anders. Das ist auch mal ganz nett. Chainfest in der Invisible Wall. Ah, drumherum manövriert. Gut. Keine Granaten werfen hier. Auch Granaten zu werfen. Okay, Selbstmordkommando. Aua. Ich glaube, seine Waffen machen ein bisschen mehr Schaden. Kann das sein? Ja, die machen mehr Schaden. Die macht auf jeden Fall mehr Schaden als die andere. Aber ich sterbe trotzdem relativ schnell. Aber das liegt wohl eher an meiner eigenen Dummheit. Dann hopp hopp. Ich laufe überhaupt in die richtige Richtung. Obwohl, ja. Die KPs scheinen relativ ausgeglichen zu sein, weil es ist bis jetzt nichts, sondern nicht viel passiert. Unser eigentliches Ziel ist es, bis in die Dingensburg zu marschieren. Da oben ist so eine Plattform. Also hat diese Map hier technisch gesehen auch mehr wie so ein Kampagnenmodus, weil es einfach das Ziel ist, bis zu der Stelle zu kommen und den letzten Café da einzunehmen und so die Armee da zurückzudrängen. Werden wir das hier aber gerade verlieren. Aber das ist ja typisch für mich. Bam! Diese Blitzdinger, die nerven. Dem Anakin aber, der ist nicht interessant, weil das ist wahrscheinlich derselbe wie vom normalen Spiel.
Dann gehen wir mal hier in die andere. Wir haben einen Umbaran Soldier, der sieht mal ganz interessant aus. Man sieht, dass die ein bisschen im Vorteil sind, was KPs angeht, aber ich glaube, die Republikeinheiten spawnen mehr. Diese Waffe, die sieht sehr genial aus. Wir gucken uns die mal an. Die sieht sehr planetseilig aus, finde ich. Könnte eine Warnwaffe sein. Der Skin ist auf jeden Fall ziemlich geil. Von dem Typen nicht unbedingt, aber von der Waffe. Der Typ sieht ein bisschen, naja, aus. Nicht ganz mein Fall. Außerdem hat er ein sehr spitzes Skin. Okay. Wir haben keine Ego-Ansicht, das ist schade. Aber das wäre wahrscheinlich relativ viel Arbeit gewesen. War das gerade Rex? Oder wieso hat er so viel gebraucht? Der Sound ist interessant, das ist nur so ein Flimmern. Auf jeden Fall eine sehr interessante Einheit. Wir haben den KP verloren, kann das sein? Ja. Ach, hier ist so ein, hier sind diese Pflanzen wieder. Das ist nicht ganz. Ich glaube, wenn man da durchgeht, dann ist das schon eine schlechte Idee. Wir versuchen es jetzt einfach mal hineinzugehen. Ach du Schande. Okay. Diese Pflanzen sind mir nicht geheuer. Weg hier. Ach hier, da. Sie hat den Klonschuppa gepackt. Weg hier. Der ist nicht nur. Herr Anakin. Ach, dann hoffe nicht mehr zu werfen. Angriffsdroide, Killerdroide, Technikdroide, Special Force Droid. Das ist der nächste interessante. Die anderen sind, nehme ich mal an, ganz stinknormale Einheiten. Wir haben 30 Schuss Shock Rifle. Also nehme ich an, dass das Ding hier diese komische Blitzwaffe ist. Gut, dann schauen wir mal. Ja, das ist die Blitzwaffe. Komm, aber die braucht sehr lange zum. Kann man die aufladen? Ja, man kann sie aufladen. Wow, okay, das waren Scharfschütze von da hinten. Aber das ist auch nicht wirklich was Besonderes. Wir haben einen Baron General, der sieht mal cool aus. Was haben wir denn hier an dem Hübschen? Der ist stärker gepanzert, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der hat eine größere Panzerung als der vorherige. Das Gewehr sieht genau gleich aus. Und er ist grün. Er hat Neurogift, also wie die Magna-Waffe. Er hat Aufklärungsdroiden, er hat 1199 Schuss hier drin. Und einen anderen. Ein anderer Sound. Also der könnte definitiv einer der besseren Einheiten sein. Wir probieren mal das schöne Gift aus hier. Stirb und so. Okay, ja, das zieht ihm Leben ab. Es waren ja so, dass diese Nation, die Fraktion, die Umbaraner, die ich jetzt hier gerade spiele, die waren den Klonen technisch überlegen. Und das spiegelt sich vielleicht ganz gut wieder in diesem Typen hier. Was hast du denn hier? Not. Der Sound ist ein bisschen lappig. Und die Feuerrate. Okay, eben mal. Ich glaube, das Ding ist besser. Es ist heute Martini. Und jetzt kommen ganz viele kleine Kinder. Und große Kinder, die saufen wollen. Aber mehr die kleineren Kinder, die Süßigkeiten wollen. Kommen an unsere Tür und singen. Ich höre gerade welche singen. Wir haben Gift. Stirb. Ich habe es nicht mehr geschafft, das auszulösen. Na, was soll's. Dann haben wir noch Count Dooku und Grievous. Die sind jetzt nicht wirklich besonders, aber wir können Grievous mal wohl nehmen, weil ich glaube, dass der relativ effektiv sein sollte in diesem Schlachtfeld, weil viele Klone auf einmal rumpampeln. Und General Grievous ja ziemlich gut ist für diese schönen Massenschlachten, wo er einfach mal so durchragen kann. Special Trooper, aha. Oh. Na du. Damit hätten wir Krell umgebracht. Das ist mal was Gutes. Ich finde das immer ganz schön, wenn Jedis oder halt Sith
generell diese Heldeneinheiten auf dem Schlachtfeld ganz normal mitspielen, weil das nochmal was Besonderes ist, wenn dann ja irgend so Typ Lichtschwert durch die Gegend rennt, als besondere Einheit oder so. In sowas bei Infront 1 war das ja so, dass Heldeneinheiten ganz normal auf dem Schlachtfeld rumgelaufen sind. Und Grievous zeigt sich relativ effektiv. Sie hat natürlich eine immens große Health-Bar, Lebensleiste, weswegen der lange durchhält, aber irgendwann stirbt er halt. Und wir gucken jetzt mal hier, ob ich so ein schönes Auto bekomme. Einmal diesen komischen Jäger, der hier stand. Hey, da ist einer. Cool. Der sieht geil aus. Richtig cool. Hier vorne sitzt der, oder sitzt ja sogar einer drin. Der Druide sitzt da drin. Und mit den Händen werden. Ach, die Befehlung ist abgerufen. Ich hätte vielleicht doch mal was machen sollen. So, mit den Händen berührt man dieses Feld hier, die beiden äußeren Dinger, und steuert den dadurch. Und jetzt ist er weg. Naja, was soll's. Hier, da haben wir noch einen schönen. Gut, nehmen wir den. Ich finde das cool, dass man die Einheit. Oh, der verändert sich. Ja, der hat sich auf jeden Fall gerade eben verändert. Diese komische Kapsel, in der wir drin sitzen, die vorher außen war, ist jetzt drin. Und irgendwie haben sich die Flügel verändert. Ich weiß aber nicht genau wie, aber ich habe es gesehen. Und ihr sicherlich auch. Kann man hier nicht irgendwie. Der hat überhaupt keine Manöver. Gehen jetzt mal raus. Zack. Ich weiß nicht, was die KIs gemacht haben, aber normalerweise ist es so, dass man entweder mit Doppel-A, mit Doppel-D oder wenn man Alt drückt und die Maus zu einer Seite entzieht, dann macht er eine Rolle, der Raumjäger, und das macht er hier nicht. Das ist blöd. Weil ich generell sehr, sehr viele Rollen mache. Wir schießen anscheinend Raketen. Aber ich sehe die nicht. Ja, ruhig. Wir haben keine Cockpit-Ansicht. Allgemein ist das Modell relativ, also sehr schön, muss man sagen. Was ist denn das hier jetzt? Ach, über uns ist der Venator-Kreuzer. Das Modell an sich ist sehr schön, aber die Umsetzung ist so ein bisschen la. Hier landen wir jetzt mal. Man hat nämlich keine vernünftigen Waffen anscheinend an dem Ding, außer diesen Laser. Man hat keine Cockpit-Ansicht, wo ich eigentlich kein Problem mit habe. Und man hat auch keine, man hat, was ich jetzt gar nicht schön finde, ist, dass man keine Manöver hat, die man machen kann. Gut, das Ding hier funktioniert wie so ein, ich habe jetzt den Namen vergessen. Auch nicht zu hacken. Hailfire Droid heißt der im Englischen. Der hat, ja, das Ding ist nur mit Raketen bewaffnet, sonst gar nichts. Aber schießt relativ schnell. Ich werde die ganze Zeit gehackt und irgendwie stört das ein bisschen. Damit kann man ganz gut Kills machen. So ein bisschen Rampage hier. Man kriegt aber das Ding nicht relativ tief. Also man könnte ein Problem, man hat ein bisschen Probleme damit, dass die Raketen zu hoch zielen. Bam, da fliegen sie. Also das Ding ist eigentlich relativ nett, wenn man so eine große Menge an Feinden hat. Zack. Und die Klone werden hier eindeutig besiegt und daran bin nicht ich schuld, dass die Klone besiegt werden, weil ich habe hier am Anfang Klone gespielt. Also scheinen die Separatisten hier ein bisschen im Vorteil zu sein. Wow. Der war sehr, sehr nah. Okay, man hat ein bisschen die Raketenanimation gesehen. Ich bin tot. Das war's. Na denn, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich nehme schon relativ lange auf. Und mir fällt ein, dass ich in 60 FPS aufnehme. Das wären am Ende wieder 20.000 Gigabyte, die ich hochladen muss. Und ich denke, ich habe alles vorgestellt. Das ist eine ziemlich schöne Map. Wenn ich das bis zu Ende spielen möchte, dann sitzen wir morgen früh hier noch dran bei der Einheitenanzahl.
Und naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.